Oh, die Tür geht nicht auf. Okay. Ich wollte gerade die Tür aufmachen und weggehen. Aber Tür geht nicht auf. Das Fahrrad gehört jetzt mir. Das braucht er nicht mehr. Ich kenne wenige Tote, die mit dem Fahrrad fahren. Okay, gut. Naja, ich meine, was soll jetzt noch passieren? Das ist halt die Frage, ne? Wir haben schon alles gesehen. Was soll jetzt noch passieren? Da kann nichts mehr kommen. Das letzte Band. Er ist auch nicht mehr da. Okay, der springt ja auch nicht mehr raus. Wir können nicht mal mehr einchecken. Oh nein. Das Einzige, was wir machen können, ist mit den Kameras gucken. Ist gut, wenn man Energy Drink dabei trinkt. Ja, ich bleib einfach hier und warte, bis Kunden kommen, ne? Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ich bleib hier. Ich guck da nicht oft in die Kameras. Ist mir egal. Und wenn die Alte wieder durchdreht oder freidreht, ist mir alles ganz egal. Es ist viel zu ruhig gerade. Kein Regen, kein gar nichts, keine Aufregung nach dem Tod. Wir können da hinten nicht rein. Hier ist alles... Wenn ich jetzt in die Kamera gucke, ist der Frieden vorbei. Ja, die Musik ist auch weg, stimmt. Dieses Gefühl, dass man sich sicher fühlen soll. Ich weiß es ganz genau. Wir sollen uns sicher fühlen. Was ist mit dem Poster eigentlich? Wir sollen uns sicher fühlen. Oh, wir sollen uns sicher fühlen. Was? Was? Ich bleib einfach hier stehen und warte auf Kunden. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich bleib hier und warte auf Kunden. Guten Tag. Kommen Sie rein. Bitteschön. Oh, die Kippen sind noch da, Gott sei Dank. Erstmal 10 rauchen. Oh nein. Band 4. Das Poster sieht immer noch sehr gut aus. Und Austin Lee? Trauma auf der Bub? Toll. Sind das Nägel oder Krabbenbeine? Sieht aus wie so Spikes oder sowas, ne? Hier mit so einer Halterung und so. Irgendwas, was man auf Baustellen irgendwo dran schraubt. Ich mache jetzt das, was jeder normale Arbeitgeber macht. Ich verbringe den Rest der Arbeitszeit einfach auf dem Klo und surfe auf dem Handy. Mehr mache ich nicht. Bis ich nach Hause gehen kann, bis die Schicht rum ist. Mehr mache ich nicht. Okay. Lass mich raten, Tür ist zu. Oh ne. Natürlich. Hilfe?
Bei den Schmuddelmagazinen, natürlich. Wo ist er? Er bleibt manchmal stehen und guckt auf Dinge. Anziehen, der Junge. Ist das random oder hat er ein Muster? Was echt schwierig im Auge zu behalten, ne? Okay, beim Äußersten guckt er auf den Fernseher. Auf den Fernseher guckt er beim Äußersten. Ist sehr hilfreich, dass die Kamera jetzt so langsam ausblendet. Er guckt auf den... Oh, das ist ekelhaft hier. Auf den hier. Wie jedes Fernsehprogramm. Wie jedes Fernsehprogramm einfach. Okay, warte. Ich glaube, es sind vier Dinger, die er angeguckt hat, ne? Noch einen irgendwie weiter oben und bla bla bla. Jetzt in Gang 5. Den unten, okay, ich weiß nicht genau, welcher das ist. Das müsste... Ist ein bisschen verwirrend, weil alle Regale jetzt dasselbe haben. Jetzt kommt er da hinten rum. Okay, ich hoffe, das ist der richtige. Warte mal, bei den Zeitschriften. Gegenüber von den Zeitschriften. Die Kamera ist aber auf der anderen Seite, also müsste es... Ist das der Fernseher hier? Der hier oder der hier? Ich bin unsicher. Wir testen das mal. War ja klar, dass gerade mal wieder die Bewegungsmuster der Gegner analysiert. Ja, was soll ich denn sonst machen? Hab gerade nicht so viel Auswahl. Okay, im ganz äußersten Gang. Im ganz äußersten Gang guckt er sich einen Fernseher an. Das müsste der sein. Warte. Im ganz äußersten Gang. Wir gucken das gleich nochmal, ne? Im ganz äußersten Gang müsste es der hier gewesen sein. Ich guck jetzt aber nochmal nach. Warte, ich guck jetzt nochmal nach, ob wir den richtigen Fernseher erwischt haben. Es fehlt eh noch einer, warte mal. Okay. Wo ist das Blach? Los, du alter Kacker. Da fehlt uns, glaube ich, eh noch einer in dem Gang. Ja. Oh, das ist genau auf der anderen Seite. Ist genau auf der anderen Seite. Okay, warte. Ist durch mich durchgegangen. Okay. Ist es der hier? Kann ich ihn wieder ausmachen? Oh nein, ich kann ihn gar nicht wieder ausmachen. Okay, der ist falsch. Der hier ist 100 Pro richtig. An dem Counter, der hier. Und da drüben der da. Ob ich mir das merken kann, weiß ich nicht. Was passiert, wenn ich jetzt irgendeinen anmache? Cool. Okay. Der hier war es, ne? Okay, warte. Uiuiuiuiuiui. Block. Oh, ist das furchtbar.
So, ich check mal kurz die beiden Dinger. Da gehen wir dann den Gang. Was ist das aber? Puh. La 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 la. Geh doch mit dem Spielen. Ja, würde ich ja machen. Dann würde ich ja machen. So, warte, da kommt er wieder. Das war der Richtige, oder? Ja, da guckt nach oben. Das muss der Richtige sein. Das sieht gut aus. Den haben wir schon mal. Vier Stück sind es. Da haben wir das Error-Signal gekriegt. Ekelhaft. Und jetzt hier nochmal gucken, ist das auch der Richtige? Ist das der Richtige? Doch, das müsste eigentlich sein, ne? Oder? Perspektive scheint echt schwer zu sehen. Ich hoffe, das ist der Richtige. Okay, da unten. Da unten. Gegenüber vom Kühlregal. Da unten. Okay, der ist echt... Also das ist... Es müsste eigentlich hier einer sein, aber ich weiß jetzt gerade nicht, auf welcher Seite. Das ist halt... Boah, ist das kacke. Okay. Jetzt hilft dem Jungen nochmal. Servicewüste Deutschland. Wir sind in Japan. Wir sind in Japan gerade. Und wir versuchen ihm mal zu helfen, aber wenn der Junge mal einfach sagen würde, was er braucht. Wenn er einmal seine Fresse aufmachen würde. Dieses Blach. So, warte. Da steht sonst keiner. Ja, stimmt, da sind ja nur 30 Fernseher, hast du recht, ja. Ist total einfach zu sehen, welche Fernseher man hier anschalten soll. Hast du natürlich recht, klar. Sieht man sofort. Ja. Oh, warte, da wieder. Den haben wir schon. Das Bike braucht Kondome. So, der sieht richtig aus. Das ist schon mal gut. Der arme Ken Kuhn. Ist das denn der Ken? Ist das Ken Kuhn? So. Von der Seite aus, auf der rechten Seite unten. Von der Seite aus, auf der rechten Seite unten. Okay. Ich will mich nicht wieder von vorne anfangen. Ist er reingegangen? Ist das der hier oder ist das der da? Er hat auf jeden Fall nach unten geguckt. Ich weiß aber nicht genau, ist er sofort, als er hier reingegangen ist, hat er sich sofort umgedreht? Es ist der hier. Der ist es. Entschuldigung, Perspektive. Ja, 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 Perspektive. Haben wir aber jetzt, ne? Das ist der Richtige, ne? Oder? Oder, oder? Oder, oder? 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 Schreibt noch keiner Nein? Ihr müsst alle Nein schreien, damit ich auch weiß, dass ich richtig liege. So, warte. Ich find's gut, wie einfach das für euch ist. So. Okay. Ja, da latscht jetzt mal rum. Man sieht den Fernseher auch gar nicht, wenn er anguckt von hier aus. So. Ich glaube, es wäre der am Anfang gewesen. Das kennen alle schon vom Pan. Das glaube ich mich auch. So, warte. Ganz falsch, bitte Neustart. Ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen im Gang. Der guckt nicht den ersten an. Das muss der im Gang gewesen sein. Also, der müsste eigentlich richtig sein, hoffe ich. Ah, ja, dieses Blach, wo bist du? Da ist er. Und jetzt im zweiten Gang. Nein, wo ist er hin? In dem Gang auf der Seite. Ich weiß aber nicht, ob er unten geguckt hat. Ich bleib nochmal schnell, bis der hier wieder rumläuft. So, es scheint der Richtige zu sein. Ich glaube auch. Ich glaube auch. So. Gleich haben wir's. Vielleicht. Vielleicht gibt's auch wieder einen Fehlton. Können wir von vorne anfangen. So, warte, warte, warte. Der kommt hier gleich rein, dann gucken wir nochmal genau.
Ich glaube auch, dass er klaut. Ich glaube auch, dass er klaut. Bin ich fast sicher. So, komm rum, Junge. Der latscht hier barfuß auf diesen Nägeln rum, ne? Ich sag's ja nur. Wieso macht denn er sowas? Kein Wunder, dass er tot ist. So, warte. Und jetzt... Nein, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh Mann, dieses Links-Ding. Okay, schnell wieder rein. Ah, ich hasse das. Auf der Seite, bei der Kasse. Auf der Seite, bei der Kasse. Guckt er nach unten? Hat er nach unten geguckt? Ich bin halt unsicher, ob der nach unten guckt oder geradeaus. Mittig. Das ist halt echt nicht so gut zu erkennen. Okay, auf Seite der Kasse. Das müsste der Gang hier sein. Okay, würdet ihr sagen, es ist der Fernseher hier? Okay, gut. Wenn ihr sagt ja, Chat sagt ja, ich sag's nur. Wenn es falsch ist, wird Chat sagen, hab nein gesagt. Aber wir haben noch 4 an. Okay, wir können nicht mal gucken. Nee. Vier Tage warten jetzt. Ich mach hier zu und bleib einfach hier drin. Mit meiner Milch. Oh, lecker Milch. Oh. Find's gut, wie Leute schreien. Wir können nichts mehr machen. Wir können die Kamera nicht mehr angucken. Guck doch mal. Wir können die Kamera nicht mehr angucken. Und jetzt? Und jetzt? Also wir haben alle Fernseher angemacht, die der Junge anguckt, glaube ich. Jetzt den Kompass anmachen, sagst du? Ich gehe da nicht rein, da kannst du nicht verlangen, da gehe ich nicht rein. Ich bin hier in dem Tresen, ich mach Feierabend, ciao. Ich bin in der Sackgasse, ne? Was war das denn gerade? Was war das? Wieso geht die Kamera nicht an? Ich muss da reingehen, ich will aber nicht. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Muuuuh. Oh, das wird wieder so laut. Das wird wieder so... Wieso können wir den Jungen auf einmal sehen? Nö. Ist ja nicht mein Kind. Hilft ihm selber. Ist das der Junge, der so weint? Die klingt wirklich bei PT, ne? Ganz normales Kinderweinen. Ah.
Okay, Chat, soll ich zu ihm hingehen? Soll ich hingehen? Plus, wenn ich hingehen soll, einfach. Plus, wenn ich hingehen soll, minus, wenn ich einfach nach Hause fahren und kündigen soll. Okay, ja, okay, ja. Ich soll hingehen, okay. Warum sitzt er so verdächtig breitbeinig da, sag mal? Was? Der streichelt sich, der hat sich nicht wehgetan, guck mal. Das ist kein Schmerzensschrei. Ich glaube, es ist Geisterlust. Komm, Bub. Doch nicht um deinen... Nein, ich hab Feierabend! Lass mich in Ruhe! Ich hab Feierabend! Da liegt eine Videokamera, Videokassette, aber ich... Oh, ich kann hier gar nicht mehr... Ich kann gar nicht mehr... Ich bin gekündigt. Ich kann nicht mehr in den Tresen. Ich geh nach Hause. Hab keinen Bock mehr. Oh, ich kann nicht nach Hause. Man kommt hier nicht mehr weg. Cool. Man kann vom Laden nicht mehr weg, wenn man erstmal im Laden ist. Oh, ho, ho. Wenn man erstmal auf Arbeit ist, bist du auf Arbeit, kannst nichts machen. Bring's zu Ende. Ich weiß, was auf dem Band ist. Ich weiß genau, was auf dem Band ist. Wir wissen es alle. Oh, ich kann das letzte Band wegschmeißen. Okay. Was ist hier? Karton? Karton? Okay. Wegschmeißen. Meine Frage ist, es ist das vierte Band. Meine Vermutung ist, da wir auf dem dritten Band, auf den ersten beiden Bändern haben wir irgendwas gesehen, von irgendwelchen Häusern, wo wahrscheinlich Menschen gestorben sind. Auf dem dritten Band das Kackhäuschen vom Manager, wo der gestorben ist. Auf dem vierten Band 100% werden wir unsere eigene Wohnung sehen. Ich bin restlos davon überzeugt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Band wegzuschmeißen, glaube ich. Wegzuschicken an jemand anderem. Oder selber gucken. Die meisten schreiben verschicken, glaube ich. Die meisten schreiben verschicken. Also wir haben jetzt, wir müssen es auch, wir haben alle drei, also alle Bänder bisher geguckt, wir müssen es eigentlich gucken, oder? Der Vollständigkeit halber. Und dann müssen wir es aber nochmal machen, dass wir kein Band gucken, wenn das geht. Wenn das irgendwie geht. Oder zumindest das vierte Band dann irgendwie verschenken oder also verschicken an irgendwen. Also ich würde sagen, jetzt wir wissen ja, wie es geht jetzt, ne? Wir wissen ja, wie es geht. Ich würde sagen, wir gucken jetzt das Band. Wo ist das ein Horrorspiel? Wir gucken jetzt das Band und hinterher probieren wir mal andere Sachen, wie zum Beispiel dem Obdachlosen Geld zu geben und sowas. Komm, machen wir einfach mal. Oh, are you sure? No, I'm Eric. Oh. Wir haben es gerade schon gesehen, oder? Was auf dem Band ist? Haben wir das schon gesehen gerade? Oh, das sind unsere Beine, guck mal. Jemand hat uns beim Schlafen gefilmt. Oh, jetzt werden wir sterben. Das vierte Band, die vier beim Manager auf dem Bildschirm. Vergiss es nicht. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann mich...
mich nicht bewegen. Schlafparalyse. Habe ich vorhin noch Grudge-Witze gemacht? Habe ich noch Grudge-Witze gemacht, wenn man auf dem Bett liegt und dann kommt die Alte da lang geschnackelt? Ja, also das war jetzt, gut, das Ende war jetzt sehr spontan, muss ich sagen. Das Ende war sehr spontan. Das war so, krabbelt hoch und... Hallo! Was Cup Ramen Late? Was Austin Lee als Austin Lee Magazin? Ach, das war jemand von Patreon. Ach so, Poster on Window, Restroom Poster. Das sind Patreon Leute. Das bringt mich auf Ideen. Das bringt mich auf Ideen. Soll ich da mal bei Patreon einsteigen? Mal gucken, was passiert? Also, wenn es jetzt nicht $5,000 kostet oder so. Das wäre voll lustig. Thank you for playing. Ja, die Frage ist, soll ich nochmal ganz schnell durchrushen? Also wirklich rushen, wir kennen es ja, ne? Wir wissen ja, was passiert. Soll ich nochmal ganz schnell durchfliegen? Und wir probieren mal ein anderes Ende? Ja, lass mal machen, komm.